dann fange ich nochmal bei ERP an. ERP steht für Enterprise Resource Planning und bildet so die Geschäfts- und Produktionsprozesse von einem Betrieb ab. Ja, und ich beschreibe im ersten Teil des Vortrags das, was ich bei Qvitendo gemacht habe, Anpassungen in Qvitendo für den Saatgutbetrieb Culinaris, ein kleiner Betrieb, stelle ich später noch vor. Im zweiten Teil werde ich vorstellen, was im letzten Jahr in Qvitendo Neues dazugekommen ist, speziell auch was Zugpferd und so angeht. Und im dritten Teil werden wir Zeit haben für Fragen und Antworten und so weiter. Zu meiner Person, ich bin Werner Hahn, heißt mein Name. Ich habe vor 20 Jahren eine Ausbildung zum Fachinformatiker gemacht und bin auch seitdem selbstständig. Am Anfang habe ich so ziemlich alles gemacht, was mir unter die Hände gekommen ist, vom Webseiten, Netzwerk, sonst irgendwas. Das wurde irgendwann zu viel und ja, seit 2016 ist eigentlich mein Kerngeschäft die Entwicklung, Vertrieb von Qvitendo. Qvitendo ist eine Warenwirtschaft-ERP-Software, komplett in Open Source, gibt es schon seit über 20 Jahren mittlerweile auf dem Markt, hieß früher mal LXOffice, wurde eine Namensumänderung gemacht zu Qvitendo und stammt ursprünglich aus dem Zweig SQL Ledger, welches von einem Deutsch-Kanadier entwickelt worden ist. Das ist so mein Kerngeschäft. Bin viel auf Messen unterwegs, Chemnitzer Linux-Tage, Frostcon, sind wir immer regelmäßig vertreten. Ja, das ist so, was ich seit 2016 mache. Ja, warum ich das seit 2016 so mache, ich springe nochmal eine Seite zurück. Ich betreue einen weiteren Saatgutbetrieb oder einen Saatguthandel, den meine Frau damals mitgegründet hat, und die standen vor der Auswahl, sie brauchten eine neue Software, weil die alte Software, die war zwar sehr gut, hat gute Funktionen gehabt, aber es kam einfach nicht mehr dazu, dass die 1000 Bestellungen pro Tag verarbeiten konnte. So ein Einzelhandel, die an Saatgutbetriebe machen, die haben im Frühjahr, Januar bis Februar Hochsaison, da brummt das so richtig. Und da ich schon mit Qvitendo seit 20 Jahren gearbeitet hatte oder seit 15 Jahren, haben wir uns das nochmal genauer angeguckt und haben Anpassungen gemacht. Und seitdem arbeiten wir mit Qvitendo und machen so an die 40.000 Bestellungen pro Jahr. Und da das so gut lief und mir so einen Spaß gemacht hat, habe ich das zu meinem Kerngeschäft gemacht. Kurze Zeit später, oder nicht kurze Zeit später, 2018, 2019, kam dann Culinaris auf mich hinzu. Dies ist eine kleine Firma in Göttingen. 5 feste Mitarbeiter, Saisonkräfte für den Acker, produzieren Saatgut im biologischen Bereich, produzieren Einzelhandel, also für Privatpersonen, aber auch für weitere Saatguthandelbetriebe, produzieren im großen Stil. Ja, und die hatten halt eine Software, was heißt, die hatten gar keine Software. Die haben mich gefragt, ob ich ihnen eine Software machen kann, damit die ihren Betriebsablauf produzieren können, weil sie hatten sowas hier. Viele Excel-Listen, wo sie alle Partieinfos und so gesammelt haben, Lagerhaltung auf Excel-Listen, einen Online-Shop, wo sie dann die Rechnungen für die Privatkunden geschrieben haben, Auftragsannahme, E-Mail, telefonisch, Brief, Fax, wurde alles in Word geschrieben, die Rechnungen, und zum Steuerberater gegeben. Was wichtig ist beim Saatgut, ist seit ein paar Jahren der Pflanzenpass, der auf allen Lieferbelegen drauf sein muss. Die haben wirklich den Pflanzenpass per Hand zurechtgemacht, rauskopiert, in die Word-Datei wieder reinkopiert. Und das ging einfach alles gar nicht mehr. Finanzbuchhaltung, also Mahnwesen, haben sie gar nicht gemacht. Die Belege wurden einfach direkt zum Steuerberater geschickt. Der hat dann innerhalb der Zeit, wo er die Erklärung machen musste, die Steuererklärung gemacht, und Mahnwesen und so, fiel alles hinten runter. Ja, Auftragsvergabe war ähnlich, telefonisch auf Excel-Listen. Und es ging, ja, die hatten großen Schmerz mit dem, wie es bei ihnen war, und wollten das strukturiert haben. Wir haben uns das Ganze angeschaut, haben geguckt, was sie brauchen, was sie haben wollen.
Es gab halt so spezielle Anforderungen, dass ich die Saatgutpartien zurückverfolgen kann, was sehr wichtig ist, wenn irgendwelche Krankheiten aufkommen und so. Sie wollten gerne die Keimkraft und 1000-Korn-Historie machen. Saatgut wird in Korn gehandelt, das Korn trocknet, wird leichter, das heißt, man kann es nicht in Gramm wirklich machen und deswegen gibt es diese Einheit Korn und das 1000-Korn-Gewicht. Ja, bei den Prozessen werden Partien zusammengelegt zu einer neuen Partie und ja, Erstellen von Kleinportionen aus Partien, das waren alles so Ansprüche, die die haben. Und dann wollten sie gerne auch so einen 1000-Korn-Umrechner haben, weil das haben sie vorher immer mit dem Taschenrechner haben wollen. Für einen Programmierer ist das nicht so ein großes Problem, aber die waren, sind jetzt sehr glücklich, das auf jeder Seite zu haben und direkt umrechnen zu können. Das war ja für die Warenwirtschaft wichtig. Es kommen aber auch noch spezielle Anforderungen, ja, hier nochmal zusammengefasst, für Einkaufs- und Workflow. Dinger hinzu. Das waren halt die Sachen, die wir rausgefiltert haben, die wir machen wollten, die Quivitendo noch nicht konnte. Shop und alles, Lagerhaltung, das war alles schon gegeben. Den Pflanzenpass, der wird jetzt automatisch auf den Belegen mit ausgedruckt nach der Partie. Und es sollten auch noch Abbildungen des Saatgutreinigungsprozesses, Anbauplanung und Bedarfsplanung folgen. Wir haben aber uns erstmal auf den ersten Teil befasst. Ja. So, wir haben geschaut, also welche Anpassungen wir machen müssen. Das war halt Lagermodul und Shop-Schnittstelle, WooCommerce-Shop-Schnittstelle. Wir haben einen neuen Server angeschafft, weil alles vor Ort sein sollte. Vorher war alles irgendwo in der Cloud. Die haben einen Team Drive gehabt, wo alles über die Dateien in der Cloud ausgetauscht worden sind. Ja, ich habe ein neues Netzwerk aufgebaut auf Samba-Basis. Ist jetzt eine Mischung aus Samba und Linux, Windows und Samba-Netzwerk. Ja, und wir haben 50% Finanzierung vom Land Niedersachsen bekommen für das ganze Projekt. Also für Leute, die oder Firmen, die wissen, sie wollen was umstellen, es gibt Landestöpfe und Bundestöpfe, manche sind im Losverfahren. Es war relativ simpel für diese 10.000 oder 12.000 Euro, die es da gab, den Antrag zu schreiben. Ich glaube, insgesamt waren es keine 2 Stunden Arbeit und hinterher den Rechenschaftsbericht zu machen. Das lohnt sich schon. Und bei den Losverfahren, wenn man weiß, man will umstellen im Laufe des Jahres, kann man gleich das Firmennamen in den Lostopf schmeißen und vielleicht hat man Glück und vielleicht hat man kein Glück. Ich sage das meinen Kunden immer, die ankommen, ja, wir brauchen da was. Ja, Möglichkeiten gibt es da. Und gerade für kleinere KMUs, wie ich betreue, ist das schon eine Stange Geld. So, in 2021 haben wir dann mit der Implementierung begonnen. Es war das Corona-Jahr. Die Aufträge im Saatguthandel, die schossen in die Höhe. Bei meinem anderen Trashpflegelbetrieb haben wir den Online-Shop mit Öffnungszeiten versehen. Morgens um 6 aufgemacht. Wenn 250 Bestellungen drinne waren, hat er zugemacht, weil wir konnten nicht mehr verarbeiten. Bei denen sah es ähnlich aus. Die Auftragslage ist einfach in die Höhe geschossen. Dann, ja, Personal fällt aus wegen Krankheit oder Abstandsregeln. Also man kann nur noch mit der Hälfte der Belegschaft arbeiten, damit man die Abstände einhalten konnte. Und es kam in diesem Jahr noch hinzu, dass es eine extrem gute Ernte gab und viel und dass auch noch alles gereinigt und bearbeitet werden konnte. So, wir haben es gerade so hingekriegt mit Quivitendo. Ich war da beansprucht, ich war bei den anderen Betrieben beansprucht. Für mich war Corona auch ähnlich wie beim Saatgut. Es ging einfach ja, viel mehr Kunden drauf. Dann kam noch diese Umsatzsteuerregelung. Das heißt, es haben Kunden angerufen, die haben sich vor 15 Jahren Quivitendo installiert und meinten, ja, sie bräuchten jetzt mal ein Update, weil ja die Mehrwertsteuer geändert worden ist. Ja. So war, blieb eigentlich von vieles auf der Strecke, von dem, was man noch alles umsetzen wollten, war einfach keine Zeit, keine Ressourcen vorhanden.
Wir sind aber trotzdem ganz gut durchgekommen. Ich weiß nicht, wie die das vorher geschafft hätten ohne Quivitendo, also mit ihrem alten System, mit den Excel-Vorlagen. Ich glaube, das wäre nicht gegangen. So, im zweiten Jahr, wir haben festgestellt, dass viele Kunden nicht bezahlen. Wir haben mal einen Mahnlauf spaßeshalber gemacht und vieles war auf Rechnung und ja, die haben festgestellt, viele Kunden bezahlen einfach nicht. Das hatten die vorher gar nicht. Also haben wir den Mahnlauf eingeführt. Ich habe die Buchführung erstmal übernommen, weil die immer noch keine Ressourcen hatten. Habe noch zwei Leute eingestellt, die mich unterstützt haben. Und so haben wir halt komplett die Buchführung in Quivitendo von denen übernommen und Mahnlauf eingeführt. Und ja, das alles so weiter zum Laufen gebracht. War alles sehr gut und ja, nach 22 lief es eigentlich auch sehr schön oder läuft es sehr schön. Und ja, das sind so die Zeiten so bis heute. Wir haben geschafft, Shop-Anbindung, Bestellwesen, FIBO inklusive Mahnwesen, Lager- und Abfüllmodule. Wir haben oft bei den Kunden, bei diesem Kulinaris, die schicken ihr rohes Saatgut zum Verpacken zu einem Lieferanten, der verpackt das dann und schickt es verpackt zurück. Das heißt, wir haben auch sowas wie Beistelllieferscheine, Streckengeschäfte und sowas können wir alles abbilden. Was wir nicht geschafft haben, sind diese Prozesse rund um das Saatgut, den Reinigungsprozess, die Anbauplanung, die Bedarfsplanung. Und hier oben sieht man so die Zahlen. Wir haben im April angefangen, 21, weil da gehen die Verkaufszahlen zurück. Es sind aber noch genug da, dass man halt auch was zum Testen hat. Januar, Februar, März gehen die Zahlen hoch von dem Verkauf. Da wird Saatgut benötigt. 23 ging es richtig hoch. Das sind die Anzahl der Bestellungen hier. In 24 ging die Anzahl der Bestellungen schon runter. So, also 22 war hoch, aber hier darf man sich nicht täuschen lassen. Die Anzahl der Bestellungen ist noch hoch, aber der Umsatz insgesamt, der ist extrem runtergegangen in 23 und 24. So, 23 hörte dann Corona auf, die Leute sind wieder reisen gegangen, haben keinen Garten mehr gemacht. Viele Großhändler sind pleite gegangen, Saatgutbetriebe, die dann aufgesprungen sind auf den Zug und dann nichts mehr gekauft haben. Und so gingen halt die Umsatzzahlen zurück. Und das findet man eigentlich fast auf dem ganzen Biosektor von kleineren Betrieben, dass die mittlerweile recht am Kämpfen sind. Ja, aber jetzt erholt sich so langsam wieder, es hat sich stabilisiert, ist immer noch eher auf niedrigem Niveau und es läuft alles. Wir haben jetzt die Finanzbuchhaltung komplett an den Betrieb übergeben. Also die haben noch eine Hilfsperson eingestellt, die macht jetzt die Buchhaltung. Da komme ich später nochmal hinzu, wie der Prozess der Buchhaltung läuft. Und ja, das ist einfach jetzt, läuft es. Ich war jetzt 3 Wochen, 4 Wochen in Kanada und die haben schon Angst gehabt, wenn ich nicht da bin, dass ich sie nicht unterstützen kann. Aber ja, es läuft einfach gut durch. Gibt es Fragen bis hierher? Software auch selber anpassen oder braucht man da immer Unternehmen? Wenn man programmieren kann, kann man die auch selber anpassen. Wie gesagt, ist Open Source, ist in Perl geschrieben. Ich meine, anpassen im Sinne von, muss ich programmieren oder gibt es da irgendwas Grafisches? Also muss Nee, ich sagen, hier ist was man muss programmieren. Also ja. Es gibt so ein paar Berichte, kann man selber machen, komme ich später nochmal hinzu, aber ja. Sind die Änderungen jetzt in Quivitendo eingeflossen oder ist das eine Art Erweiterung? Also sind die Änderungen in Quivitendo eingeflossen, ist hier die Frage. Ein Großteil der Änderungen sind eingeflossen. Also einmal diese Shop-Anbindung an WooCommerce ist eingeflossen. Dann diese chargengenaue Abfüllung oder Produktion ist eingeflossen. Also dass wenn ich ein Teil produziere und habe die mit Chargen gelagert, dann kann ich für die Produktion sagen, ich will die und die Charge verwenden für dieses Endprodukt. Das, was einen guten Allgemeinzustand, also Regel hat
fließt in den Standard mit ein und das, was jetzt so branchenspezifisch ist, das bleibt außen vor. Also so wie den, wobei das sind wieder auf Vorlagengeschichten, LaTeX-Vorlagen, das heißt, das lässt sich auch wieder relativ leicht implementieren bei anderen Geschichten. Noch weitere Fragen bisher? Ne, gut. Dann komme ich zu den Neuerungen, die wir im letzten Jahr implementiert haben. Und zwar haben wir eine komplette IMAP-Unterstützung implementiert. Das heißt, ich kann Belege aus meinem IMAP hereinholen, E-Mails, und kann einen Workflow anfangen oder weiterführen oder zu vorhandenen Belegen hinzufügen, die E-Mail. Ich kann aber auch, wenn ich aus Qvitendo heraus eine E-Mail verschicke, eine Rechnung, Auftrag oder sonst was, in den gesendeten Ordner oder beliebigen Ordner von meinem IMAP wieder ablegen, sodass ich hin und her spreche. Und ja, bei Zugpferd ist es mittlerweile so, dass wenn eine Zugpferdrechnung kommt, Zugpferd ist ein Begriff, oder soll ich nochmal erklären? Zugpferd ist das zukünftige Datenformat, was ab 2025 verpflichtend ist für Betriebe. Sie müssen sowohl Zugpferd empfangen können, als auch Zugpferd senden können im Business-to-Business-Bereich. Es ist ein digitaler XML-Anhang, der entweder als einzelne XML verschickt werden kann oder als Anhang zu der PDF verschickt werden kann. Und da sind halt die Rechnungsdaten, Belegdaten in digitaler Form, Struktur hinterlegt, sodass ich die wieder in DATEV, Qvitendo oder in den üblichen Programmen importieren kann und verbuchen kann. Und wenn Qvitendo jetzt über IMAP eine Zugpferdrechnung bekommt und findet den Lieferanten anhand der Umsatzsteuer-ID oder anhand einer Vorlage, wird diese Rechnung sofort verbucht und man muss sie nur noch bezahlen. Das ist also, Zugpferd können wir schon länger, aber das jetzt noch komplett automatisiert, ist jetzt relativ neu reingekommen. Aber so kann ich auch zu jedem anderen Beleg, wenn ich eine Kundenanfrage komme, kann ich mit der E-Mail ein Angebot erfassen und habe sowohl die E-Mails bei dem ganzen Prozess mit drin. Und es ist zwar jetzt nicht GOBD-konform, aber so habe ich immerhin meine E-Mails zu den ganzen Geschäftsprozessen vorhanden und mit einer Strukturplan kann ich das auch beim Finanzamt vertreten, ohne dass das alles revisionssicher ist. So, ja. Das ist also diese IMAP-Unterstützung, die ist jetzt im letzten Jahr neu hinzugekommen. Und da ist jetzt noch eine branchenspezifische Erweiterung hinzugekommen für die Textilindustrie. Die haben eine Clearingstelle, eine IDE-Geschichte. Das sind CSV-Dateien, wo der Lieferant seine Artikel, seine Lieferaufträge, Lieferscheine und so schickt, per CSV reinkommen und Qvitendo liest sie aus und anhand bestimmten Regeln werden dann die Produkte angelegt, die Lieferscheine oder was auch immer mitgemacht. So, und so ist dann halt wirklich alles zusammen im zusammenhängenden Workflow. Die Dokumente sind hinterlegt beim Beleg, die Buchhaltungsbuchung, die dann wieder zum DATEV Export geschickt werden kann. Da ist auch neu hinzugekommen, dass die Belege auch gleich mit exportiert werden, sodass der Buchhalter auch nochmal eine Kopie der Belege hat. Ich habe hier habe ich jetzt gerade doch E-Mails habe ich mit drin, vom Angebot bis zur Verbuchung habe ich alles übersichtlich in Qvitendo. Das ist, war zwar schon vorher so, aber dadurch, dass jetzt noch mehr E-Mail und andere Geschichten dazugekommen ist, ist dieser ganze Workflow-Bereich größer geworden und alles, ja, man hat alles halt übersichtlich bei dem Beleg zusammen. So, ein weiteres neues Feature, was letztes Jahr hinzugekommen ist, ist der Einkaufshelfer. Das heißt, anhand der Lagerbestände kann ich eine Regel einstellen, wann automatisch oder halbautomatisch eine Bestellung bei den Lieferanten angelegt werden soll oder über einen Einkaufswarenkorb ich direkt halt diese Artikel mit Mindestlagerbestand unterschritten
bei den entsprechenden Lieferanten einkaufen kann. Das ist für Firmen, die eine große Einkaufsabteilung haben und viel produzieren und hin und her, ist das sehr praktisch. Wir haben eine Reklamationserfassung, die sowohl für den Einkauf als auch für den Verkauf gilt, wo man dann auch Reklamationen wieder auswerten kann, warum oder wieso irgendwas reklamiert worden ist. Und was neu hinzugekommen ist, ist noch Anzahlung, Schlussrechnung. So, das hatten wir vorher noch nicht, dass man halt auch Belege zusammenfassen kann, was oft im Handwerk benötigt wird, die halt immer laufende Anzahlungs- bzw. Abschlagsrechnungen machen. So, was habe ich jetzt noch? Ja, was zwar jetzt noch nicht in dem Master, also noch nicht im Kern drin ist, aber was auch jetzt im Herbst reinkommt, sind die hierarchischen Warengruppen. Bis jetzt gab es nur eine Hierarchie von Warengruppen, das wird aber jetzt auch in den Kern von Kivitendo reinkommen. Mit der nächsten Version wird das dann vorhanden sein. Und mit der nächsten Version werden wir auch Varianten abbilden können und Berichte über Varianten. Das ist für die Textilindustrie. Und dann nochmal zu der Frage, wenn Kunden was beauftragen, was für einen Kern allgemeingültig ist, fließt auch in den Master rein. Und so ist Kivitendo über die Zeit gewachsen vom Funktionsumfang. Also das ist alles von irgendwelchen Kunden finanziert, die diese Features haben wollen. Ja, und wo wir jetzt gerade mit angefangen ist, ist ein TSE- und Kassensicherungsverordnungs-Kassenmodul, sodass man es auch wirklich im Point-of-Sales-Geschäft benutzen kann, im Ladengeschäft oder sonst irgendwas. Das ist jetzt gerade im Anfang, aber wir hoffen, dass wir bis Ende des Jahres damit fertig werden und es dann genutzt werden kann. Ja, einen Schluck Wasser gibt es hier gerade nicht. Nee. Ja, das sind so die neueren Sachen, die jetzt reinkommen bzw. reingekommen sind im letzten Jahr. Ich habe es gerade angesprochen, die ganzen Features sind von Kunden finanziert. Ansonsten sind wir so aufgestellt, dass wir auch um Unterstützung fragen, weil die Pflegearbeiten bei so einem Programm, die wachsen uns langsam über den Kopf. Wir haben Sachen drin, die müssen dringend gemacht werden und wir haben keine Ressourcen dazu. Deswegen bitten wir halt um Unterstützung, Subscriptions. Und speziell auch finanzieller Art. Das fängt bei 250 Euro an. Und wenn ich gefragt werde, was bekomme ich für die 250 Euro, man bekommt ein besseres Kivitendo. Das fließt einfach direkt in die Pflegearbeiten rein. Es gibt noch nicht mal irgendwelche Goodies oder sonst was. So, und pro Jahr. Das sind Jahreszahlen. Dann haben wir sind als Partnerschaft organisiert. Wir sind 9 Partnerfirmen mittlerweile und wir zahlen selber alle einen dieser Beiträge so jährlich und davon finanzieren wir im Moment eine Woche Entwicklersprint, alle Entwickler zusammen, wo wir uns ein Thema vornehmen und das durchziehen. Als Entwicklungspartner zahlt man ein bisschen mehr. Das heißt, die Leute, die für Firmen entwickeln und das in den Kern pushen, zahlen. Hört sich zwar in erster Linie doof an, aber ich habe auch als Entwicklungspartner, wenn ich bei der Entwicklerwoche wieder mitmache, wieder die Möglichkeit, auch wieder einen Teil des Geldes oder je nachdem, wie viel im Topf ist, auch wieder zurückzubekommen. Und das hängt einfach damit zusammen, wir müssen den Code, der da eingepusht wird, überprüfen. Es muss sich nochmal jemand anders hinsetzen. Und wir sind auch dafür verantwortlich in Zukunft, dass das Ding weiterläuft. Ich hatte am Anfang auch ein bisschen Probleme damit zu sagen, als Entwickler, ich gebe was dem Programm bei und ich soll Geld dafür zu bezahlen. Hat sich erstmal schräg angefühlt, aber ich muss sagen, nach 10 Jahren, es ist richtig so. Weil ich meine, ich kriege auch mittlerweile Geld daraus. Ich engagiere mich in dem Projekt, wenn ich ja, beim Bugfix mitmache, kriegen die Leute das bezahlt und ja, das Geld fließt einfach hin und zurück. Ja, und für Leute, die wirklich wissen, was so ein Programm wert ist, ihr habt einen kleinen Funktionsumfang gesehen, die dürfen natürlich auch gerne mehr bezahlen. So, und ich mache mit meinen Kunden, habe ich das natürlich in meinen Preisen mit drin und ja,
Und für das ist jetzt für Leute, die mitmachen wollen. Wir treffen uns einmal im Monat per Videokonferenz, besprechen sowohl Technisches als auch andere Dinge. Wir versuchen uns einmal im Jahr in Persona zu treffen. Wir haben, wir haben im November ein Anwendertreffen in Bonn. Und das sind so das, was wir machen. Ja, bedanken will ich mich gerne bei meinem Partnernetzwerk. Wir sind mittlerweile also 9 Firmen bundesweit, die dahinter stehen. Das heißt, ist auch schon eine gewisse Manpower vorhanden. Ich selber habe einen Auszubildenden und einen Werkstudenten, die mich da unterstützen. Marei Peischel von Pytex, die unterstützt mich immer in den LaTeX-Vorlagen. Die Vorlagen sind in LaTeX geschrieben, die Rechnungsvorlagen, Belegvorlagen. Ja, und natürlich auch den Firmen, die uns schon jetzt finanziell unterstützen. Großes Dankeschön. Und meinen Kunden, die mich da auch tragen. Ich möchte noch mal ganz kurz eine kleine Sache vorstellen. Das sind unsere Partnerfirmen bundesweit. Wir haben die Kivitendo GmbH, die sind die Hauptmaintainer, die sitzen in Bonn. Linet aus Braunschweig, die haben das ursprünglich unter ihren Flügeln gehabt und weitgehend mitentwickelt oder weiterentwickelt. Aus der Schweiz haben wir die Revamp IT aus Zürich. Aus Kiel haben wir die Zwitscher IT, die sind hier in Kiel ansässig. Und Qtic kommt aus dem Taunus, aus dem Frankfurter Raum. Und dann haben wir noch aus dem Rhein-Main-Gebiet, aus dem Rheinland, NXIT und UKD. Ja, dies findet man auch auf uns ScaleCube. Das sind so unsere Hauptpartner, mit denen wir zusammenarbeiten oder die zusammenarbeiten. Und am 27.11. haben wir in Bonn ein Anwendertreffen, wo am Folgetag auch eine Schulung ist. Je nachdem, was gefordert wird, werden wir die Schulung an die Anwesenden anpassen und nicht im Vorfeld sagen, das und das wird geschult, sondern so eher als offenen Raum für Schulungen geben. Ja, das Ganze kann man sich anmelden an kivitendo.de, wenn man weitere Informationen oder Supporter oder sich fürs Treffen anmelden will, kann man darüber. Wir haben eine schlecht gepflegte Homepage. Ich hoffe, die wird dieses Jahr neu. Und ansonsten haben wir aber Forum. Es sieht zwar nicht sehr lebendig aus, aber das ist auch ein gutes Zeichen. Also wenn Leute alle 3 Jahre mal einen Forumbeitrag haben, weil irgendwas nicht funktioniert, sehe ich eher als positiv als als negativ. So. Also es ist schon was Aktivitäten im Forum da, weil Leute nur fragen, wenn sie halt eine Frage haben, sonst passiert da nicht viel. Und seit neuestem sind wir im Fediverse vertreten auf Mastodon, wo man uns verfolgen kann. Das war es soweit von meiner Seite aus. Und jetzt wäre Zeit für Fragen, Anregungen, Ideen. Ich hätte eine Frage, weil du sagst, du hast IMAP da implementiert. Ich habe da so das Gefühl, da kommt da sofort ein Kunde und sagt, oh geil, dann können ja unsere Kunden jetzt endlich Bestellungen aufgeben, indem sie uns Excel-Listen schicken. Erstens, ist das passiert? Und zweitens, wie würdet ihr damit umgehen, zu entscheiden, ob ihr das implementiert oder nicht? Magst du gerade nochmal wiederholen und präzisieren deine Frage? Also, wir hatten durchaus den Fall, dass es halt Unternehmen gibt, die unter Digitalisierung verstehen, wir schicken eine Excel-Liste per E-Mail. Mhm.
Und dann hast du, dann wollen die halt, dass das Programm auf das Postfach zugreift, die E-Mail nimmt und den Anhang einliest. Hm. Und dann das ewige Problem, ein Mensch ist kein Computer. Ja. Also haben die Excel-Liste mit irgendwelchen komischen Formatierungen gemacht und dann geht es nicht und dann schickst du die E-Mail zurück. Ja. Ja. Nee, wir haben jetzt keine Excel-Verarbeitung. Was wir halt durchaus gemacht haben, ist bei der Industrie, bei der Textilindustrie, dass wir CSV verarbeiten können, die halt ein bestimmtes Format haben und mit YAML, also wie kann ich YAML erklären für jemanden, der das noch nicht weiß, also mit einer Konfiguration ich auch die CSV-Datei auslesen kann. Eine Excel lesen wir im Moment nicht aus. Hatte ich durchaus bei dem Kunden, ja, der Kunde hat mir hier eine Excel-Liste geschrieben, ich möchte es gerne in Kiwitendo drin haben, haben wir gesagt, nee, machen wir nicht, oder du kannst es auch kundenspezifisch bezahlen, können wir natürlich machen, dass wir die Excel-Liste auslesen, aber das nächste Mal hat er die anders formatiert. Also da müssen wir eher mit den Kunden und den Lieferanten dann sprechen, dass die sich auf eine Sache einigen. So. Aber geht das dann in den Mainline oder hat dann hier... Das sind dann eher so kundenspezifische Anforderungen. Haben wir ein Plugin-System dann? Nee. Kiwitendo ist mittlerweile der Ursprung, SQL Ledger ist 30 Jahre alt und wir haben noch teilweise Quellcode, der so alt ist, aber auch noch läuft. Und ja, wir sind schon mit dem Plugin-System am Überlegen, gucken, was wir da hin. Wir haben einiges modernisiert. Controller Model View oder Model Controller View, ich weiß nicht, wie rum das immer heißt, und einiges gemacht, aber so ein Plugin-System haben wir nicht. Aber es lässt sich relativ einfach, sage ich mal, wenn man programmieren kann oder so, was dran bauen. So. Und durch das Model Controller View Modell auch gut abspalten und nicht zu tief in den Kern reingreifen. Cloud-Lösung eigentlich? Also ich biete es auch als Hoster an, das aber eher für kleinere Unternehmen, so für einen monatlichen Beitrag, so dass man es halt einfach nutzen kann. Bis jetzt hatte ich noch keinen größeren, der das als Cloud, die größeren wollten es lieber bei sich in die Firma haben. Ist auch ein, ja, ich finde Open Source ist einfach auch eine Frage der Datenhoheit. So, also es sind wirklich meine Daten, die ich da habe und das finde ich einfach wichtig und ja, und ich biete es halt online an. Kiwitendo, ich meine, da gab es diesen Begriff noch gar nicht, war schon 98, also 1998 eine Webanwendung, das heißt, die konntest du da schon ins Netz stellen, da gab es den Begriff Cloud noch gar nicht. Die Anlage von ich nenne es jetzt mal so Daueraufträgen möglich? Es sind, ja, es sind wiederkehrende Rechnungen möglich. Dieses Modul haben wir jetzt auch gerade erweitert für einen Kunden, für einen ISP-Provider. Also bisher war es so möglich, dass ich halt auf Belegebene sagen konnte, der Beleg wird monatlich abgerechnet und alle Positionen darunter werden monatlich abgerechnet. Jetzt haben wir das so weit erweitert, weil der wollte nicht für einen Kunden mehrere Rechnungen im Monat haben, also dann hat er da Telefonanlage, da hat er das drinne, sondern er wollte jeden Monat eine Rechnung haben und immer das Gültige abgerechnet werden, was für diesen Monat gültig ist. Und jetzt haben wir das so weit erweitert, dass ich in der Positionszeile angeben kann, monatlich, vierteljährlich, einmalig oder sonst was. Und dann jeden Monat mit einem automatischen Lauf die Rechnung rausgeht. Das kommt jetzt, ist gerade dabei, dass es in den Kern reinkommt. Wird es dann so dargestellt werden, dass, sag ich mal, ein Auftrag immer ergänzt wird? Oder? Das kann man dann so machen. Man kann einen Auftrag ergänzen, wenn was Neues dazukommt oder einmalige Positionen. Häufig ist es ja so, man hat halt regelmäßige Sachen, was weiß ich, die monatlich Wartungsgeschichten abgearbeitet werden und dann kommt noch eine Position dazu, die dann beim nächsten Lauf abgerechnet worden sind. Wir haben wo sie gerade mal da sind. Ja, so ungefähr. Wir haben noch eine kleine Zeiterfassung in Kiwitendo drin. Und da ist auch der Gedanke, dass der dann auch sich die Zeiten daraus holt und dann übernimmt. Im Moment ist die Zeiterfassung, kann Lieferschein automatisch erstellen und aus dem Lieferschein kann ich wieder eine Rechnung erstellen. So, also da ist noch ein bisschen was machbar und ja. Das ist schon so eine klassische Rapportzettelfunktion. Ja.
stehen die Pläne um eine Restschnittstelle für Kiwitendo? Die Pläne für eine Restschnittstelle, die sind vorhanden. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es aktuell aussieht. Wir hatten eigentlich einen Partner, aber ich weiß jetzt nicht, wie weit der dazu steht, dass wir auch wirklich eine Restschnittstelle haben. Bis jetzt, wir haben Anbindungen an Shopware, also an eine Restschnittstelle anzubinden, ist kein Problem. An das Kick Service Desk Software, das ist ein Ticketsystem, wo wir mit zusammenarbeiten, also oder wo Kiwitendo jetzt mit zusammenarbeitet. Ich habe noch eine Schnittstelle zu einer EAN-Abfrage, sodass ich die EAN eingeben kann und kriege die Artikelinformationen rein. Also das habe ich jetzt bei einem Kunden, das soll aber auch irgendwann in den Standard rein. Ja, also da nach draußen ist es relativ einfach häufig. Nach drinnen haben wir es bis jetzt vermieten können, dass wir eine Restschnittstelle brauchten. So, aber ist durchaus ein Wunsch und auch in Planung. Aber ist ein größeres Projekt, wo man auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen muss, um das gut und richtig zu machen. Es gibt eine Zwischenschicht in Python geschrieben von einem unserer Partner, wo ich Anfragen hinschicken kann und der holt sich das praktisch. Also das ist so eine Restschnittstelle. Aber wie gut die jetzt funktioniert, weiß ich jetzt nicht. Also ja. Weitere Fragen, Ideen, irgendwas sehen wollen oder? Gibt es als Docker-Image? Also stellt ihr das Docker-Image so ein? Wir nicht, aber es gibt einige Docker-Images bei GitHub oder bei Docker, weiß ich nicht. Es gibt eine Ansible-Geschichte von uns oder von einem unserer Partner geschrieben und Docker gibt es verschiedene schon gesehen, ja. Testen kann man das auch einfach auf der Homepage mal. Wer interessiert ist, dem kann ich auch noch mal ein bisschen mehr zeigen an unserem Stand. Ja. Also kann ich wahrscheinlich auch ein LDAP oder ein UR auch anbinden. LDAP lässt sich super anbinden, also auch so wegen der Anmeldungsgeschichte so. Das habe ich auch schon bei mehreren Kunden angebunden. Na klar, die Rechte muss man hier nochmal extra vergeben, aber die Anmeldeinformation, Passwort und so ist da gegeben. Single Sign-On haben wir noch nicht. So, ja. Wegen der Restschnittstelle. Eure Kunden sind ja eher aus dem nicht-technischen Bereich. Für wen würde denn so eine Restschnittstelle überhaupt interessant? Ist ja eher für den Kunden, der, was weiß ich, noch eine Groupware dabei hat oder der zwischen zwei Systemen Daten austauschen will. Also wie zu der Kix-Service-Software, da hatten wir auch überlegt, ob wir eine Restschnittstelle haben, aber dann haben wir uns Kix angeguckt, die haben eine mächtige Schnittstelle, warum sollen wir dann eine schreiben? Und da kann man es halt wirklich so machen, wir haben in Kiwitendo die Tickets zum Kunden drin und im Kix haben wir die Belege zum Kunden drin, sodass man halt in beiden Systemen grundsätzlich die Sachen zu einem Auftrag verfolgen kann und nicht unbedingt also immer hin und her springen muss für alle Sachen. Und ja, Shop-Anbindung, also da, wo du Daten austauschen willst, wo der Kunde sagt, ich möchte gerne meine Kiwitendo-Daten in dem Programm auch sehen oder einen Teil davon. Ja, es ist wichtig. CRM-System oder was auch immer. Wie hakelfest ist Kiwitendo? Wie was? Hakelfest. Hagelfest? Hackerfest. 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 Wenn du es in deinem eigenen Netzwerk betreibst, bist du selbst verantwortlich dafür. Wir haben natürlich die ganzen Felder wegen SQL-Injections haben wir schon abgefangen. Okay. So, also das sollte nicht passieren. Wir tun unser Bestes, um es halt, dass man es nicht angreifen kann. Aber je nachdem kommt natürlich darauf an, wo der Server steht, wie es abgesichert wird. Und ich sag mal, das Programm selber an sich
kann ich, glaube ich, keinen Schindluder betreiben. So. Welche Datenbanken unterstützen wir? Welche Datenbank wir unterstützen? Postgres. So, ja. Auch, glaube ich, in der aktuellen Version. So. Manchmal dauert es so ein bisschen, Postgres ist immer relativ schnell und dann dauert es einen kleinen Moment. Ja. Kiwitendo ist seit 2006, also 2003 ist die 2.4 Version rausgekommen. Ich kann von da aus noch ein Update machen mit einem Zwischenschritt auf die 2.6. Und von 2.6 ist es komplett abwärtskompatibel. Also auch wenn ich irgendwo eine alte Installation habe, kann ich die hochziehen. Wir sind relativ konservativ, möglich nicht so viel an der Oberfläche ändern, weil das mögen Kunden immer nicht so viel. Ich bin nicht ganz so damit einverstanden. Ja. Ja. Wir haben noch 5 Minuten. Ich habe noch eine Frage wegen der Umsatzsteuer. Ha. Wie schwierig war es, diese Umsatzsteueränderung zu implementieren? Wir waren vor Lex. Wie schwierig war es, die Umsatzsteuer zu implementieren? Wir waren vor Lexware. Lexware ist die andere Software. Wir waren vor Lexware mit unserem Update am Start. Also es gab ein bisschen Chaos bei Kunden, die das dann selber machen wollten. Und wir dann halt ein Update, wir waren nicht ganz so schnell wie die Kunden, die Panik hatten. Aber ich glaube, das war von dem Beschluss vom Bundestag bis zur Umsetzung keine 10 Tage oder so. Da hatten wir das drin und manche Kunden, die kriegen noch schneller Panik und die haben dann schon selber dran rumgefrickelt und da gab es dann Probleme mit dem Update-Skript. So. Aber ja. Vielleicht war es auch ein bisschen länger, auf jeden Fall war. Bleibt Perl die Basis? Ich vermute es mal stark. Wir haben junge Entwickler von Mitte 20, die freuten sich gerade mit Perl an. Bleibt, ja. Aber wer weiß, wir sind eine Entwicklergemeinschaft. Vielleicht sagt die irgendwann, wir schreiben alles neu. Aber wenn wir jetzt alles neu schreiben, haben wir in 20 Jahren genau dieselben Probleme wie jetzt nach 20 Jahren. Also, ja. Lieber alles im Nachhinein erneuern, modernisieren. Ich finde Perl eine schöne Sprache. Ich habe es in meiner Umschulung gelernt. Und ja. Ja, wenn es dann keine weiteren Fragen, Anregungen mehr gibt. Ansonsten am Stand gerne. Ja. Vielen Dank.